So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. 18.58 Uhr auf der Uhr. Das Video wird circa um 8:30 Uhr online gehen. Heute wird nicht hin und her geschnitten. Ich habe mal Bock, jetzt sowas zu bringen. Meistens seid ihr jetzt gewohnt, 15, 16 Uhr ein Video von mir zu sehen. Heute mal etwas später, da ich direkt um 19 Uhr ja die neuen Infos und sonstiges hier, was kommt, mitnehmen will. Kurze Prediction. Ja, in den Informationen, was ich euch vorgelesen habe, wo EA Food Birthday angekündigt hat, stand, dass wir ja da stand auf jeden Fall mit vielen Upgrade-SBCs. Bis jetzt haben wir keine Upgrade-SBC bekommen. Ich sag, wir bekommen entweder eine TDW-SBC, eine Icon Baby-SBC, oder was ich ja am meisten denke, was wir bekommen werden, ist die 81-Plus-SBC oder 82-Plus-SBC, eins von beiden. Oder wir bekommen so Serial-Upgrade, Premier League-Upgrade, sowas in der Art vielleicht. Auf jeden Fall, heute muss mal eine Upgrade-SBC kommen. Dann schauen wir uns die neue Icon an, die kommt. Und dann die neue Food Birthday-Karte, die auch höchstwahrscheinlich kommen wird. Also ich bin gespannt, ja, was wir heute bekommen werden. 2 Minuten noch, kurz zu meinem Team. Viele fragen mittlerweile, was hast du für ein Team? Das ist mittlerweile mein Team. Ich bin eher auf Spaß zurzeit aus. Ronaldo-Leihspieler habe ich und ja, 2 Spieler eingewechselt ab 60. 70. Minute. Hat 2x Tore geschossen. Und ja, ansonsten geiles Team, wie ich finde, auch hier untradable. So ein bisschen fun-mäßig gebaut, so nicht mehr auf dieses Schwitzer aus, kann man sowieso nicht spielen bei so einem Gameplay. Stehe derzeit, ich glaube, ja, 14-1 sind wir mittlerweile, glaube ich schon. Ja, hier 14 Siege, ich gehe aber trotzdem nur auf Gold 1. Ich kann auf Elite 2, Elite 1 gehen oder sonst was, aber ich werde nur auf Gold 1 spielen. Ja, für die 200k Packs, dass wir vielleicht nächste Woche Donnerstag einen Karnevalspieler ziehen können. Und wenn ihr Bock habt, kann ich ja mir wieder ein Pack-Opening bringen. Lange nicht mehr gebracht, also ein Weekend League Rewards Pack-Opening mit Division Rivals. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, jetzt ist mittlerweile nur noch 1 Minute. Wir haben die Zeit gut überbrückt, 50 Sekunden. Okay, da kann ich die Zeit nochmal kurz für Eigenwerbung nutzen, ganz schnell. Wer Bock hat, PSN-Karten oder sonstiges zu holen, Fortnite, V-Bucks, irgendwas, ja, irgendwelche Playstation-Karten, FIFA-Points oder sonstiges, kann es gerne mit dem obersten Link in der Beschreibung machen, unterstützt mich dabei sehr. Bekomme eine kleine Provision von MMOGA und ich habe gesehen, schon 5 Leute haben was über meinen Link gekauft. Also Grüße gehen raus, schickt mir gerne einen Screenshot auf Instagram, bekommt dann ein FIFA-Match gegen mich und wenn ihr mich besiegt, ja, bekommt ihr 10 Euro PSN-Karte von mir. War ich Double Time unterwegs, 2 Sekunden. Eine Sekunde und wir haben 19 Uhr, let's go, wir gehen rein. Was ist gekommen? Food 11, ein 20k Pack, okay. Dann haben wir ein Timo Werner, hatten wir schon. Gar nichts? EA? 80 plus Spielerwahl Upgrade. Tausche ein Team gegen eine Spielerwahl mit einem von 3 seltenen Goldspielern. 80 plus. Okay, werden wir jetzt gleich 1-2 Stück machen, werden wir uns dann anschauen, was es ist. Und dann schauen wir uns noch an, welche Icon rauskommen. Jetzt bin ich gespannt, ja, welche Icon heute erschienen ist. Wir schauen mal. Figo ist also rausgekommen. Ist irgendwie hier noch verbuggt, aber Figo ist erschienen. Ja, hier ist er. Ja, geile Karte. Geiler Spieler, wie ich finde. Und dann hat die EA noch was gepostet, dass angeblich noch eine Food Birthday Karte erschienen ist. Borges oder so. William Borges oder wie er ausgesprochen wird. Wir schauen es uns kurz an. Vielleicht buggt es auch und er kommt jetzt gleich erst hier rein. Ja, okay, dann buggt es noch. Dann wird er gleich erscheinen. Dann werden wir 1-2 Sets kurz von diesen hier machen und schauen, ja, was es ist. Ob sie gut sind. Mal sehen. 80 plus, genau Gold, selten mindestens 10. Schauen, ob wir überhaupt was selten im Verein haben. Ich hoffe zumindest, dass wir was haben. Ich werde mal 2 Sets vorbereiten und dann sehen wir uns sofort wieder. Okay, erstmal nur 1 Set, Leute, weil wir uns erstmal anschauen, ja, was es überhaupt ist. 1 von 3 seltenen Spielern, 80 plus. Also ich glaube eine Auswahl ja, von 3 Spielern, 80 plus. Immobile, let's go, Walkout ist da. Okay, lassen wir kurz stehen. Geile SBCs, wie es aussieht. Ich will sie jetzt nicht im Himmel loben, aber ey, sieht gut aus. 87er direkt 80 plus, vielleicht zieht man hier, oh mein Gott, das ist William Borges, ich dachte William Borges wäre irgendwas anderes, oh mein Gott. Er heißt mit Nachnamen oder mit Vornamen William Borges da Silva, okay, das wusste ich nicht. William hat ja eine heftige ZOM-Karte, bis sie sich lohnt, Leute, wir gehen rein. Aber was wir direkt machen können ist hier, das zeige ich euch mal, 2 Chelsea-Spieler 85 plus, David Luiz und Kepa kann man sich direkt mitnehmen, fällt mir gerade so ein, gerade in den 50er Lightning Round. Kann man sich direkt einen David Luiz mitnehmen? Bekommen wir nicht mehr, okay. Ich werde mal ein bisschen höher gehen. Ah, bekommen wir auch nicht, wenn es so lange lädt. Ah doch, bekommen wir sogar, okay, nice. Werde ich jetzt mal so für 2,8, 2,9 reinstellen. Vielleicht im Hype wird er kurz so hochgehen und die Leute werden ihn mir abkaufen. So 2,9. Das ist auch natürlich eine 19 Uhr Trading Methode. Ich habe euch auch schon öfters gezeigt. Das Video wird auch so ungefähr heißen, die 19 Uhr Trading Methode. Oder ich würde mir was anderes einfallen lassen, mal sehen. Ja, können wir auch für 3k reinstellen. Ist keine Garantie, ob sie weggehen, aber ist auch so eine 19 Uhr Trading Methode von mir. 85er Team hier,
werden wir kurz abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass dieses SBC um die 100k kosten wird, 180k, 190k, vielleicht auch etwas weniger. Sieht geil aus, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung, 87 Abschluss, 94 Antritt, 89 Ausdauer, was sehr wichtig ist. Sprungkraft jetzt nicht so gut oder gar nicht gut, besser gesagt, aber eine geile Karte. Es gibt eine David Luiz Flashback Karte, könnt ihr mit ihm hier linken, also sehr, sehr geil. Brasilien kann man auch immer gut linken. Sieht geil aus, sieht geil aus. Ich habe beispielsweise einen Gabriel Jesus hier drin, zeige ich euch mal kurz hier, in ZOM. Könnt ihr sogar, was ich jetzt machen könnte, ich könnte Martial verkaufen und mir hier, vielleicht werde ich es sogar machen, werde ich euch im nächsten Video auf jeden Fall wissen lassen. Und könnte hier einen Willian reinstellen, würde genauso gut linken. Sieht geil aus, Willian, geile Karte. Ich habe Willian immer gefeiert, auch FIFA 18, FIFA 17, weiß ich nicht, aber FIFA 18 auf jeden Fall im letzten Jahr. Eine geile Karte, wie ich finde. Und ja, dann werden wir kurz diese SBC hier abschließen und dann noch zwei von diesen seltenen Dingern. Dann sehen wir uns sofort wieder. Okay, du musst kurz zwei Spieler kaufen, Leute, für, ich glaube, insgesamt 3k oder für 2,5. Und jetzt wandeln wir ihn um, senden diese SBC ab. Dann werden wir kurz dieses Pack mal ziehen und dann werden wir uns noch ein, zwei von diesen Upgrade-Dingern machen. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Idee von EA, sowas wie Player Picks, halt nur 80 plus. Finde ich nice, hier leider kein Walkout. Vielleicht immerhin eine Leinwand, leider nicht, macht aber nichts, ist egal, war sowieso kein so gutes Pack. Ich glaube, jetzt war ein 20k Pack, 75er Rating. Schauen uns an, ob die Silberspieler was wert sind. Ihn ja vielleicht für 500 werden wir los. Silberspieler immer nachschauen, Leute. Niemals das Pack einfach abstoßen oder sonstiges. Zwei Sets haben wir nochmal vorbereitet. Mal sehen, ob die sich lohnt. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wollt ihr sowas öfter sehen oder nicht. Also so 19 Uhr Trading-Tipps-Videos. Großer Trading, wieder ein Walkout. Back-to-back, Immobile und Iniesta. Das ist krank. Let's go, Alter. Gut für SBCs. Vielleicht werde ich Rillian echt abschließen. Und bevor wir zum letzten Pack kommen, ich wollte kurz sagen, ja, wenn ihr Bock habt, schreibt es mir gerne rein, weil jetzt kein großes Trading-Video, kurz gezeigt, ob Rillian sich lohnt. Kurz Durchgang, die neuen SBCs. Und ja, diese SBC, kleine Mini-Experiment, ob diese SBC sich lohnt. Hier haben wir jetzt einen 82er und einen 83er. Also einmal ein 83er, zweimal ein 87er. Ich kann nur sagen, die SBC lohnt sich. Eine letzte werden wir noch machen, die machen echt süchtig. Und dann, ja, war es aber echt mit dem Video. Ein oder zwei Abos fehlen noch, dann sind wir auch schon 4200 Abonnenten. Dankeschön dafür auf jeden Fall, Leute. Danke für euren Support in letzter Zeit. Letztes Pack für heute. Ja, okay, geht klar. Und auch nochmal ein 83er. Dafür, dass man vielleicht für die SBC 5-6k bezahlt, haben wir zweimal einen Walkout direkt rausbekommen. Und ich glaube, die David Luiz haben sich verkauft. Ja, sie haben sich verkauft. 19 Uhr Trading, Leute. Kurz knappe 1,4k gemacht. Aber ich habe sie auch nicht in Massen gemacht. Aber das war nur ein kleiner Hinblick für euch, dass ihr seht, dass es klappt, in Hype zu verkaufen oder direkt im Hype die Spieler zu kaufen. Ich habe gesehen, Brasil, man braucht einen Chelsea-Spieler, 85er Squad. Und ja, dahingegen habe ich mit einem David Luiz geschnappt für 2,2, 2,3. Kostet jetzt schon mittlerweile, guck mal, wie schnell er hochgeht. Nur wegen Hype. Er ist auf 3k. Er wird in vielleicht 2-3 Stunden wieder auf, oder morgen aller spätestens wieder auf 2,5 sein oder 2,6, 2,7. Das ist 19 Uhr Trading, Leute. Ich habe dazu schon mal ein ausführliches Video gemacht. Könnt ihr auch gerne auf meinem Kanal abchecken. Ich glaube, es heißt auch so 19 Uhr Trading-Tipp. Ansonsten, wenn er euch gefällt, dann könnt ihr ihn euch auf jeden Fall machen. Ich glaube, er wird auch nicht mal so teuer sein. Ich schaue mir mal kurz auf Footbin an, ob mittlerweile ein Preis angezeigt wird, wie viel er kostet. Okay, bei Footbin ist er noch gar nicht eingetragen. Stand jetzt 19.15 Uhr. Dann beende ich das Video auf jeden Fall. Ich glaube mal, er wird um die 100 bis 200k kosten, dazwischen was. Okay, Leute, das war's vom Video. Wir haben jetzt hier nochmal ein Pack vorbereitet. Auf jeden Fall danke für euren ganzen Support. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wir sind, glaube ich, jetzt 4200 Abonnenten. Grüße gehen raus. Ja, jetzt, ich werde das Pack nochmal öffnen hier, damit wir auch wirklich 5 geöffnet haben. Ist wirklich nur ein Mini-Experiment. Nehmt das jetzt nicht als Beispiel und denkt, dass die SBC sich zu 100% lohnt. Und ja, wir werden es mal öffnen, mal sehen. Ja, was ich hier raushole, 82er, 83er, 82er, also ich kann nur sagen, echt ein Fazit von 5 Packs, diese SBCs lohnen sich. Ich weiß nicht, wenn man zumindest was im Verein hat, ich glaube, wenn man sie so kauft, kostet die SBC 5 bis 6k. Ansonsten, ihr seht, man füllt damit seinen Verein mit 83er, das war jetzt natürlich nicht alles hier, aber Visca, Balotelli, glaube ich, ja, und Moreno. Und dann haben wir hier noch 87er Immobile und Iniesta. Ja, auf jeden Fall, man füllt so seinen Verein mit. Kann man sich auf jeden Fall geben. Finde ich nice. Ich glaube, ich habe noch nie so oft auf jeden Fall gesagt. Lasst ein Like da, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Danke für euren Support. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein und ciao.